Hallo und herzlich willkommen auf musikmachen.de. Mein Name ist Quirin und ich stelle euch heute die neue Generation der VT-Serie von Vox vor. Ich habe hier den VT 20 Plus und den VT 40 Plus. Die Amps sind die digitale Modeling-Amps mit einer analogen Röhrenendstufe. Und der VT 20 kommt mit einem 8 Zoll Speaker und 30 Watt daher und der VT 40 mit einem 10 Zoll Speaker und 60 Watt. So, dann stelle ich euch die Oberseite der Amps mal vor. Wir haben hier einmal eine Sektion für die Wahl der Werkspresets. Das ist ein Drehregler hier, ein Rasterregler mit 11 Einstellungen. Dann haben wir unten die Sektion für die User-Programme, für die User-Presets. Hier auch ein Tuner mit verbaut. Dann haben wir die üblichen bekannten Gain-Volume. Dabei ist zu sagen, der Gain regelt die Lautstärke, bevor sie in die Vorstufe geht. Der Volume regelt die Lautstärke des Presets selber. Dann haben wir den Treble, Middle und Bass-Regler und den Master. Der Master regelt das Signal, bevor es in die Endstufe geht, also quasi das Ausgangssignal der Vorstufe. Und den Power-Level-Regler, der regelt die Endstufe selber, die Lautstärke der Endstufe. Hier kann man auch sehen, das ist gerade der VT20, den ihr seht, dass wir hier so eine Watt-Anzeige haben. Dann haben wir einen AUX-Input und einen Phones-Ausgang. Und hier noch die drei Effektsektionen, einmal für Pedaleffekte, Modulations-Delay-Effekte und Reverb. So, jetzt wollen wir mal hören, was aus der kleinen Kiste so rauskommt. Ich befinde mich jetzt im Preset-Modus der 99 Werkssounds. Werde mich da ein bisschen durcharbeiten, muss natürlich einiges überspringen, aber vielleicht kriegt ihr einfach mal einen Eindruck. Ich fange clean an. Nun befinde ich mich im Manual-Modus. In diesem Modus habe ich What You See is What You Get. Und zwar spiegelt die Poti-Position direkt auch den Sound wider. Ich habe mir ein UK Rock Amp genommen und drehe mal ein bisschen an den Potis und höre, was passiert. So, jetzt möchte ich vielleicht noch einfach mal ein paar Effekte ausprobieren. Ich habe mir jetzt einen U-Vibe hier ausgesucht. Drehe etwas an dem Pedalregler hier. Der Pedalregler regelt hier in dem Fall die Modulation, wie ich höre. Die Geschwindigkeit der Modulation. Ich habe wahnsinnig viele Pedaleffekte hier. Jetzt nehme ich nochmal einen Modulationseffekt, hier einen G4 Rotary Sound. Drehe mal ein bisschen am Depth-Regler. Mit dem Tap-Regler kann ich die Geschwindigkeit ändern. Und dann haben wir hier noch einmal diese Reverb-Sektion. Ich habe einen Raum, den kann ich, ich mache mal hier diesen
Rotary Sound aus. Ich habe einen Raum, den ich zuregeln kann. Dann haben wir hier eine Spring, einen Federhall. Und ich habe einen normalen Hall. Ziemlich lang. Ich muss sagen, dass der VT40 Plus wirklich gut klingt. Das Modeling kann überzeugen. Es ist super, dass wir so viele verschiedene Amps haben. Der Verstärker kann sicherlich auch bei Proben oder Recordings oder sogar kleineren Gigs überzeugen und auch gut verwendet werden. Mit seinen 60 Watt kommt da schon einiges raus. Einziges Manko, was ich jetzt nicht so schlimm finde, aber man sollte es erwähnen, ist kein USB-Interface integriert. Wir haben es momentan bei sehr vielen anderen Amps in der Preisklasse enthalten. Finde ich nicht wirklich schlimm. Wir haben wirklich viele verschiedene Effekte und ich kann den Amp eigentlich nur empfehlen. Der große VT40 Plus kostet auf der Straße 285 Euro und der kleine VT20 Plus kostet 214 Euro. Ich muss sagen, gute Amps, testet sie einfach mal an, auch vielleicht beide. Das war's von mir. Wir sehen uns wieder auf musikmachen.de.